Hallo und willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute, nach langer Zeit, nach meiner Abstinenz hier auf YouTube, brauchte so ein bisschen Pause, waren ein paar andere Sachen waren wichtiger, möchte ich heute euch meine Box für die Glow zeigen. Denn am Wochenende geht es für mich und meinen Freund nach Berlin, denn die Glow ist in Berlin, meine erste Glow. Ich freue mich schon wahnsinnig für alle, die Glow nicht kennen oder denen das nicht sagt. Das ist eine reine Beauty-Messe, aber für den Endverbraucher, also nicht für irgendwelche Firmen, sondern wirklich für uns Endverbraucher, die in der Kooperation mit DM ist. Also das ist sozusagen der DM ihrer eigenen Beauty-Messe. Ist meistens zwei, manchmal auch dreimal im Jahr in Deutschland. Dieses Jahr war es im Januar oder im Februar sogar in Wien. Muss man mal schauen, ob vielleicht dann auch Wien nochmal kommt, weil wir aus München kommen. Vielleicht wäre dann Wien noch eine Alternative. Auf jeden Fall für alle die sich eine Karte gekauft haben, gibt es diese Box. Die Karten waren extremst schnell ausverkauft, binnen zwei Minuten. Also das war richtig heftig. Und man bekommt, wie gesagt, jeder so eine Box im Vorfeld. Das sind Produkte von der DM selber. Hier zum Beispiel ist es mit Schwarzkopf und Got To Be. Also wird wahrscheinlich alles so um die Haare drehen. Und wir haben das Ganze zweimal natürlich bekommen, weil zwei Karten, zwei Boxen. Eine Box, diese Box, die ich euch jetzt zeige, die werde ich euch an einen von euch verlosen. Denn wir brauchen nur eine Box eigentlich nur. Mal schauen, was wir mit der anderen Box machen. Mein Freund hat schon gesagt, er braucht da wahrscheinlich nichts von. Auf jeden Fall, ihr dürft euch nicht wundern. Ich hoffe, es macht dem Gewinner nichts aus, weil unser Kater war hier dran, unser kleinster. Ich hoffe, es stört den Gewinner nicht. Ich werde euch noch auf jeden Fall noch zwei, drei Goodies noch mit reintun. Dann macht das vielleicht wieder besser. Ja, das ist auf jeden Fall nichts vor ihm. Macht halt. Die Glow findet wie gesagt in Berlin dieses Jahr statt. Und ja, ich werde auf jeden Fall ein Video drüber machen. Ich werde euch auf Instagram natürlich mitnehmen. Ich werde euch dann auch zeigen, was wir alles so bekommen haben, was in der Goodiebag war. Und jetzt tun wir mal nicht mehr länger drum rumschnageln, denn wir wollen natürlich alle wissen, was in dieser Box drinnen ist. Man hat hier so zwei Flyer, die schauen wir uns dann am Schluss mal an. Dann haben wir natürlich ganz viel von diesem Styroporzeug. Als erstes Produkt, das kann ich schon definitiv sagen, dass das nicht daheim bei mir bleibt, weil das Produkt kann ich nicht für mich empfehlen. Das ist hier dieses Powderful Voluming Styling Puder für sofortiges Volumen. Das habe ich, glaube ich, schon mal vor Jahren, glaube ich, in einem meiner DM Hauls Reviews mal erzählt, dass das für mich überhaupt nicht ist. Das verklebt meinen Ansatz. Fühlt sich an wie Kaugummi, nicht mein Produkt. Dann kommen wir zu einem Produkt, das kenne ich schon. Das ist zwar nur eine andere Verpackung, aber dieses Produkt liebe ich. Das ist hier von Got To Be Schutzengel Hitzeschutzspray. Echt ein super Produkt. Es riecht verdammt geil. Also das Design finde ich richtig schön mit diesen Engelsflügen. 22 Grad fällt es aus und Glossy Finish, das wusste ich gar nicht. Aber es macht echt einen schönen Finish, riecht gut und macht echt super Haare danach. Dann, was haben wir hier? Ein extra frisches Trockenshampoo von, ach, das war in der Kooperation, wo dieses Jahr die Stuttgarter Glow war, kam das, glaube ich, raus mit der Dagi Bee, das ist ja auch eine Influencerin und YouTuberin, ein Trockenshampoo. Finde ich richtig geil. Trockenshampoos kann man immer gebrauchen. Ich habe aber genug Trockenshampoos, vor allem meine Lieblinge von Batiste sind meine absoluten Lieblinge. Dann, und das ist anscheinend schon das letzte Produkt, haben wir hier eine Haarkreide, Glückssträhne, in Zuckerwatte Pink. Ja, also für mich sind diese Haarkreide-Sachen überhaupt nichts. Ich weiß nicht, also ich hätte zwar einen spitzen Blond, könnte ich dann auch gut machen, aber das weiß ich nicht, irgendwie so für Festivals oder für Fasching finde ich das eine ganz coole Idee, aber so, glaube ich, würde ich mir das niemals kaufen. Das waren schon die Produkte und ich bin ein bisschen enttäuscht, denn ich habe mir so in den letzten Jahren natürlich auch die Boxen angeschaut, die es so in den Jahren davor für die Glow gab und da waren teilweise echt schöne Boxen dabei, auch von DM selber, also die Eigenmarken, wo dann auch Riegel drin waren, Wattestäbchen, bla bla. Ich finde es ein bisschen, ja, gut, die Produkte werden wahrscheinlich so um die 15 Euro kosten. Also ich finde, wir haben jetzt für unsere Karten 40 gezahlt pro Person. Also hat man sozusagen, ja, ein bisschen ein Drittel schon mal wieder raus. Und man bekommt ja auch die eine Goodiebag noch dazu, wenn man kommt. Und tausende Produkte, die man von den ganzen Firmen bekommt. Aber ich finde es ein bisschen schade. Gut, für die Haarprodukte mögen, okay.
für die, die schon ihre Haarprodukte haben, finde ich es ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, hier kann man, wie gesagt, noch die 4 Produkte, dann hat man hier noch ein Gewinnspiel. Und das habe ich hier gerade gesehen, bringe diesen Flyer einfach mit zum Gatubi-Stand auf der Glow und bekomme ein Haarreif geschenkt. Das werde ich dann auch noch besorgen und werde es dann mit in die Verlosung, mit in den Karton mit reinschauen. Dann hat derjenige sozusagen auch diesen Haarreif dazu. Wie gesagt, ich werde noch 2-3 Sachen, wahrscheinlich die ich dann auf der Glow bekomme, hier mit reinschauen. Ich hoffe, es stört, wie gesagt, nicht, dass hier mein kleiner Kater ein bisschen die Box essen wollte, wahrscheinlich gucken wollte, was drin ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Glow. Wie gesagt, werde ich auf Instagram unten ein Video hier machen. Und dann würde ich sagen, schaltet bei einem neuen Video hier ein. Ich werde jetzt im Anschluss noch für das Unboxing aus dem Monat September von der Glossybox drehen. Will ich auch mal wissen, was da so drin ist. Und dann würde ich sagen, schaltet wieder ein beim neuen Video. Gebt mir ein Like, also wenn euch das Video natürlich gefallen hat. Wenn die Leute mich noch nicht abonniert haben, dann drückt unten gerne mal auf Abonnieren. Dann verpasst ihr definitiv kein Video mehr hier auf meinem Kanal. Und dann wird es hier auch wieder regelmäßige Videos geben. Ich brauchte einfach nur kurz meine Auszeit, aber das kann, glaube ich, jeder von euch verstehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!